Hallo und willkommen zu Part 4. Jo, und dann gehen wir doch mal rein in diesen Dungeon hier. Jo, und... oh Gott, das hat sich ja gereimt. So. Okay, und... wir sind in der Knorrwurzelhöhle und die Augen folgen uns. Aber wir können wohl... nicht so viel damit machen. Laufe ich besser mal weiter. Solche Spannerviecher, igitt. Ja, ihr wisst ja, was sagt man, wenn ein Spanner gestorben ist? Der ist weg vom Fenster. Okay, Flachwitz. jetzt haben wir hier irgendwie keinen versteckten Schalter. Die Türen sind alle zu und... okay, der war das schon. Ja, das ist ja natürlich praktisch. Okay, cool. Ich hätte jetzt gedacht, man muss irgendwie alle vier Blöcke zusammenschieben oder so, aber wenn da einer reicht... Okay. Nö, ja, das macht sehr bequem. Und das sind Skelettritter. Ja, die haben wir auch schon... haben wir in diesem Spiel noch gar nicht gesehen, genau. Okay, hier gibt es den kleinen Schlüssel. Und das sind wahrscheinlich Fackeln, ja. Wir haben auch noch irgendwie kein Zauberpulver oder so, um die anzuzünden. Dann müssen wir hier wohl später wieder herkommen. Ich nehme jetzt mal an, man wird in diesem Dungeon wohl irgendwas finden. Ich meine, wenn hier Fackeln sind, oder muss man dann ganz später nochmal kommen? Der Block. Okay, geht das auch mit anderen? Wahrscheinlich geht nur dieser hier. Okay. So, was bist du? Ein alter Mann, sonst ist hier nichts. Okay. Bringe Licht zu den Fackeln! Das war doch das, was ich gerade auch gemeint hatte. Okay, gut. Also anscheinend kriegen wir hier wirklich was. Und die... die brennen ja schon. Die meint er wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich meint er die anderen. So, gut. Wir haben den Schlüssel. Genau, dann machen wir hier auf. Und schon wieder Skelettritter. Gnorf. So. Eine Truhe mit... Mit was? Einer Karte! Drücke Select, um sie zu sehen. Blablabla. Ja, sieht aus, als wäre dieser Dungeon etwas größer als die Heroenhöhle, aber so riesig dann wohl auch noch nicht. Naja, was hat der für eine Form? Könnte irgendwie eine Eichel sein oder so. Also irgendwie so eine Art Nuss oder... Irgendwas mit Fruchtkörper und Stiel. So. Weiß ja auch nicht, ob die Dungeons hier in diesem Spiel alle wieder... Entschuldigung. So, Frosch im Hals. Ob die Dungeons hier irgendwie besondere Formen haben, wie es bei Link's Awakening der Fall war. Wir können ja mal alle gemeinsam drauf achten. Und okay, hier gibt es wieder Fackeln. Und ihr dürft dann auch gerne wieder Kommentare schreiben, so nach dem Motto, ja, dieser Dungeon hat der und die Form. Und genau, kennt ihr ja alles noch von Link's Awakening. Jepa, was ist das? Ein Ding auf Schienen, so eine Art Zug oder... man kann reinhüpfen. Lore heißt sowas, genau, richtig. Eine Lore habe ich jetzt auch noch nicht gesehen bei einem Zelda-Spiel. Cool. So, und das sind Moblins, wie es aussieht. Und die haben hier Bumerangs. Was ist denn da der Plural? So, das sind die Viecher. Kann man den Block... dann geht die Tür auf. Okay. Schön. So, hier ist etwas, das aus... Sieht aus wie ein Schieberätsel. Ist da oben? Da ist nichts. Okay. Dann... Mal gucken, wie wir das jetzt hier hin... Und dann geht das wahrscheinlich so. Das war ja easy. Schieberätsel hat da noch nicht so gepasst. Und das ist ein Gascherkern. Jo, können wir wieder was pflanzen. Dann war hier ja nichts. Hier mit der Lore sind wir ja schon gefahren. Dann müssen wir wohl hier oben lang. So, Fledermausis. Und was ist das für ein Ding? Das ändert die Schienenführung. Dann müssen wir wohl doch nochmal mit der Lore fahren. Hier ist bloß noch eine Truhe mit dem Kompass. Wie viele Truhen gibt's denn? Gar nicht mehr so viel, aber schon noch ein paar. Okay, gut. Ich denke, das schaffen wir noch in diesem Dungeon alles zu holen. Gut, dann fahren wir nochmal wieder mit der Lore. Man kann auch aus der Lore heraus kämpfen, das ist gut. Sonst wären die Fledermäuse hier wohl im Vorteil.
Ja, und da gibt's einen Schlüssel. Okay, da müssen wir nochmal... Nein, ich... Nein, scheiße, ich wollte doch dran vorbei. Okay, das war jetzt zu knapp. Oh. Nee, okay, fahren wir nochmal. Lore fahren, wie toll. Oh. So, komm, mach schon, mach schneller. Ah, und wieder rein. Eine Lorenfahrt, die ist lustig. Eine Lorenfahrt, die ist schön. Denn da kann man was erleben und den Lighty failen sehen. Oh, scheiße. Oh, nein. Ja, ihr seht schon, ich bin heute irgendwie in poetischer Reimlaune. Ach, naja, ihr kennt mich ja. Auch für spontanen Blödsinn bin ich irgendwie immer zu haben. So, was ist hier in der Truhe? Ich hoffe, irgendwas... Nein, das sind doch... Bomben! Ja, wie geil ist das denn? Ja, da... Ah, schön! Hey, das freut mich, weil ich hätte ja fast beim Shop noch die Bomben gekauft. Und da hätte ich mir jetzt ja hier, glaube ich, voll in den Arsch gebissen. Ja, so ist das gut. Jetzt haben wir beides, Bomben und Schild, und für die Bomben nichts bezahlt. Ha! Glück gehabt, das freut mich. Nee, in die Lore hüpfe ich jetzt nicht nochmal rein. Den Fehler mache ich nicht dreimal. Zweimal. So, scheiße. Was ich denn... Hallo, ich dachte, das wäre so ein Schalter. Jetzt ist das da so ein Messer-Klingen-Ding, Mann. Also, es gibt ja echt ein paar gemeine Stellen hier. Kleiner Schlüssel, okay. So, wie komme ich jetzt wieder an dir? Ah ja, okay, du gehst dann hoch. Gut. Da wäre ich ja fast voll reingelaufen gerade. Heieieiei. So, da ist eine springbare Wand. Ja. Wollen wir die Bomben noch gleich mal einweihen? Ja, leg halt ab. Wow, okay, man muss hier wohl auch zweimal den B-Knopf drücken. Von Link's Awakening war ich jetzt eigentlich noch gewohnt, dass man dass man da nur einmal drücken muss. Aber okay, war schon wieder eine... Alter, ist ja assig. Wow, hier geht's richtig ab im ersten Dungeon. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Das ist... Und du bist... Ja, genau, du bist wieder so ein scheiß Ding. Ach, fuck. Alter, ich erschrecke mich hier gerade jedes Mal richtig. So, und ja, das war so klar, dass da wieder einer kommt. Und da oben ist auch... Okay. Nein, ihr kriegt mich nicht. Ja, wo ist die Musik? Okay. Ah, Zwischenboss, hä? Knurr, du gelangst keinen Schritt weiter. Wow, und die sind schnell. Auch noch gleich zwei. Alles, oh nein, und wieder welche mit Bumerangen, Bumerangs. Scheiße, okay. Und die ziehen ja ganze Herzen ab. Nee. Weh, die machen mich platt. Das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Ich glaube, Wirbelklinge ist... Weh, ihr tötet mich. Scheiße, die... Nein, 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 nein. Okay. Komm her, Fee, ich will dich haben. Jesus. Und du bringst mich zurück, wie bei Link's Awakening? Wow, sieht so aus. Okay. Okay, also der Schwierigkeitsgrad ist... Finde ich doch anspruchsvoller als Link's Awakening bisher. Ja. Okay, es ist halt auch blind. Ich kenne das alles noch nicht. Ja, jetzt muss ich hier irgendeinen dieser Blöcke bewegen, um da wohl zu dieser Treppe zu kommen. Ja, die sind schon wieder alle so steif und keiner will sich da rühren. Ja, hallo, jetzt habe ich aber bald alle durch. Hä? Nach oben. Oh Gott. Na gut, okay. Yeah, was ist das denn? Ist das Zauberpulver? Für die Fackeln? Nee, du erhältst den Saatbeutel. Er enthält bereits 20 Glutkerne. Aha. Ja gut, aber Glutkerne, das klingt irgendwie schon so, als wäre das irgendwas, womit man... Saatbeutel. Eine Tasche für Kerne. Ach ja, richtig, genau. Das waren doch diese Aras da in der Bibliothek, in dem Dingsbums da. Und die hatten doch irgendwie... Genau, gehst du jetzt hier wieder... Ah ja, der da. Die hatten doch gesagt, dass es irgendwie unterschiedliche Kerne gibt, die zu verschiedenen Jahreszeiten... Genau. Dann sind die Glutkerne wohl welche davon. Hm,
Ja, okay, werde ich ja alles noch sehen. So. Wo muss ich jetzt hin? Nee, Karte. Stimmt, da war doch das, wo wir die Fackel noch ans... Ja, genau, dann nehme ich doch mal den hier, den Teleporter. Ja, da sind ja schon Fackeln, sehr gut. Genau, so habe ich das gewollt. Weil sonst haben wir, glaube ich, alles... Genau, das sind doch jetzt bloß noch die Türen verschlossen, die wir vorher eben... Genau, mal gucken, ob das jetzt geht. Ja, perfekt. Sehr schön. Gut, 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 gut. So, nee, dann nehme ich besser wieder den Schild. Ja, genau, ihr habt nämlich auch wieder so Bumerang-Dinger. Genau, und Bomben, cool. Mit dem großen Schlüssel, jiha. Das heißt, wir werden hier wohl auch gegen einen Endboss kämpfen müssen, oha. Und bin mal gespannt, was für eine Bestie das sein wird. Vielleicht da was ganz harmloses. Hätten so viele Fledermäuse, vielleicht ist es eine ganz große Fledermaus. Oder irgendwie ein überdimensionaler Skelettritter oder... Ach, keine Ahnung. So, wo war jetzt das mit der anderen Fackel, die wir noch anzünden müssen? War das nicht irgendwo... Da ist die Truhe, da muss das doch irgendwie die Richtung sein. Genau, da oben war der alte Kerl. Der hatte doch gesagt, von wegen bringe Licht zu den Fackeln. Jetzt probier es mal bei diesen hier. Vielleicht hat er ja auch die hier gemeint. Nee, sieht nicht so aus. Ja, nee, dann hatte die anderen... Ach toll, jetzt haben wir einen Blutkern verschwendet. Naja, okay. Dann ist es halt so. Ja. Ah, cool, da gibt's auch wieder welche. Okay, na gut, dann... Ist das ja praktisch. So, cool. Huch, was sind... Nee, besser den Schild. Was sind denn das für grapsche Hände? Nee, ich lass mich lieber nicht von denen erwischen. Wer weiß, was dann passiert. Dann wird Link noch irgendwie zerquetscht oder sonst was. Wo gehe ich denn jetzt hin? Mal hier... Oh ja, das ist eine Truhe. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ein Ring! Ja! Lass ihn später schätzen. Cool, ein Ring. Ja, der wird jetzt sicherlich doch irgendeinen Effekt haben und nicht so sinnlos sein wie der, Freundschaftsring von Basu, genau. Nee. Diese Hände. Will ich gar nicht wissen, was dann passiert. Die Viecher sehen ungemütlich aus. Okay, ich halte euch mal schön auf Distanz. Aber sie sind ja glücklich. Nein, du doch. Wow! Okay, nicht gequetscht, sondern an den Anfang vom Dungeon. Toll. Ah, grandios. Jetzt darf ich wieder laufen. Blöd. Oh, die Fackel müssen wir auch wieder anzünden. Heißt also, man verschwindet im schlimmsten Fall. Hier war vorne ein Glutkern drunter. Yay, okay, sehr gut. Na gut, dann haben wir wenigstens nichts verloren. Außer ein bisschen Zeit. So, also jetzt weiß ich definitiv nicht von diesen Händen begrapschen lassen. Nee. Nur von Prinzessin Zelda darf Link begrapscht werden. Okay. Ich mach euch sowas von platt. Ihr kommt mir nicht so nahe. Nein. Wehe. Bleibt mir vom Leib, ihr Hände. So, und... Da geht's rein zum Endboss. Ja, dann bin ich doch mal gespannt. Oh je, das wird böse. Oh, Endbosskämpfe blind. Ja, ich trau mich nicht. Nein, okay, natürlich traue ich mich so. Pff, ein Drache, geht's noch? Ja. Oh, okay, da unten kann er nicht getroffen werden. Da, und der spuckt hier so komisches Kram. Da kann man noch einigermaßen ausweichen, okay. Also ist er nur am Kopf verwundbar, wie es aussieht. Ja, okay. Ja, geht ja. Na, ein bisschen doof. Ja, nee, jetzt will ich aber nicht getroffen werden hier. Scheiße! Wow, das war knapp. Ich habe nur noch ein Herz. Nein, ich darf jetzt nicht erwischt werden.
Komm schon, sterb. Ich will nicht sterben. Ich will nicht so früh in diesem RP sterben. Ja! Wow! Hey, das war knapp. Spannender Kampf. Okay, cool. Du erhältst einen Herzcontainer. Yay, unser erster Herzcontainer. Cool. Hey, wir haben es geschafft, ohne zu sterben. Ich glaube, fürs erste Mal und blind war das gar nicht mal schlecht. Ha, okay, cool. So, dann, was haben wir hier? Ist das die erste Essenz? Du erhältst Mutter Erde, eine, genau, Essenz der Natur. Yay, diese Mutter Erde nährt die Saat, die auf die Felder gestreut wird. Yay, das ist ja mal eine geile Musik und ein geiler Effekt. Nur mal ein bisschen aufwendiger als das Instrumente finden bei Link's Awakening. Gut gemacht. So, lauter Blätter. Was ist denn das jetzt hier für ein Gewusel? Hua, ich bin es der... Achso, der Makubaum. Hua, ich bin es der Makubaum. Mir ist etwas Mutter Erde zugute gekommen. Ich fühle mich schon gestärkt. Oh, in meinen Träumen sah ich den Tempel der Jahreszeiten inmitten eines eigenartigen Landes. Dort bemerkte ich ein wertvolles Objekt, das dir, Jo, eine Hilfe sein wird. Mehr sehe ich zurzeit nicht. Okay. Interessant. Ich dachte, Onox hätte den Tempel der Jahreszeiten versenkt. Jetzt ist der laut dem Makubaum in einem, was hat er gesagt, eigenartigen Land. Und okay. Ja, okay. Na gut, wie auch immer. Ich denke, das ist eine ganz gute Stelle, um für diesen Part aufzuhören. Ja, und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.